Strecke deine Flügel, Sünen. Männer aus. Warte, halt! Was tust du denn? Ich bin nur ein Schweinebauer. Dafür bist du aber verdammt gut bewaffnet. Stirb schon! Bleib unten, du Wattwurm. Meine Freunde möchten gerne mit dir reden. Lass mich! Ich sagte doch, ich bin ein Kuhhirte! Lass mich gehen! Eben sagtest du noch, du wärst ein Schweinebauer. Das ist auch nicht falsch. Ich halte sehr viele Tiere. Du bist genauso Däne wie ich. Spar dir den Atem, Lügner. Hat Rüd dich geschickt? Sprich, und vielleicht erlebst du den morgigen Tag. Weibisches Schwein! So machst du dir hier keine Freunde. Das war eine tödliche Beleidigung, Junge. Ich würde den Bastard töten. Gib ihm keine Zeit, das zu wiederholen. Ich frage noch einmal,
Was hast du an Norwegs Mauern verloren? Ich kam, dir meine Aufwartung zu machen, Herr. Oswald, dem wimmernden Sachsenschwächling von East Engla. Sag ihm, warum du hier bist, und du darfst deinen Kopf behalten und gehen. Leck meine Dreckritze. Dies ist die Zunge, mit der ich lecke. Wie fühlt sie sich an deinem Arsch? Wenn das Feuer in Dunvik entzündet wird, sammelt Rüd seine Männer. Sie wollen Norwig an der schwächsten Mauer angreifen. Ihr englischen Dänen seid so weich wie Butter. Rüd lässt grüßen, kleine Dame. Er wird dich bald wiedersehen. Du hast deinen Zweck erfüllt. Nun stirbst du. Du versprachst ihm die Freiheit. Er hat dich vor allen hier beleidigt. Lass so etwas niemals unbeantwortet. Ich lasse nicht zu, dass in meinem Reich unnötig Blut vergossen wird. Das muss enden. Lebend war der Mann eine Gefahr. Valdis, er sprach so, als kenne er dich. Rüd war mein Ehemann. Dein Ehemann? Du bist bereits vermählt? Ich war es. Wir sind nun 5 Sommer getrennt. Ich hätte nie gedacht, ihn hier zu sehen. Und das wollte ich auch nicht. East Englas Wohlstand hängt von unserer Sicherheit und Einheit ab. Solange Rüds Clan hier herumpoltert, ist beides unmöglich. Ich muss selbst mit ihm sprechen, von Mann zu Mann. Es gibt keinen Platz für ihn in East Engla. Das muss er von mir hören. Gut. Ich beginne morgen mit der Suche nach einem neuen König. Schön, dich gekannt zu haben, Herr. Rüd frisst deine Lunge zum Abendessen, Oswald. Halte dich fern von ihm. Als würdiger König muss ich den Mann treffen, der uns plagt. Ich entzünde das Feuer in Dunvik und stelle mich ihm, wenn er kommt. Bist du dir sicher? Rüd ungeschützt im Freien zu treffen, birgt viele Gefahren. Es ist der einzige Weg. Wir müssen uns ihm stellen und dürfen nicht weichen. Komm, Oswald. Wir brechen nach Dunvik auf. Und natürlich werde ich euch beide dort ebenfalls sehen. Sonst wird das Lied eurer Feigheit noch über Generationen ertönen. Sicher brecht ihr jeden Moment nach Dunvik auf. Wir werden dort sein, Eivor. Ist nicht da. Muss ich euch Witzbolde daran erinnern, was Halfdan mit uns anstellen wird, wenn East Engla in Rüds Hände fällt?
Dun weg. Rüds Männer haben alles verwüstet. Eivor, du bist da. Dun weg. Lasst uns das Feuer entzünden. Das mache ich. Ihr übernehmt das Reden. Rodir, Valdis und ich suchen den Hafen ab, damit wir keine Überraschung erleben. Und Oswald und ich werden hier ausharren, bis das Feuer brennt. Das Vordere wacht. Da kannst du nicht einfach rein. Ich finde einen Weg. Wir halten dir den Rücken frei. Ich fühle mich schon stärker. Dann also Rüds Männer ausschalten und das Feuer entzünden. Danach mit Hilfe, Krieger!